Ja, vielen Dank für diese Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Heute wird es um diese Montagsdemonstration, um die Montagsmahnwachen gehen, die es seit März in vielen Städten in der Bundesrepublik gibt. Ich selber stamme aus Berlin und habe diese Demonstration dann auch relativ früh wahrgenommen, weil da eben für Berliner Verhältnisse sehr schnell auch eine größere Teilnehmerzahl sich eingefunden hat. In Berlin waren das zu Beginn nur rund 100 Menschen, aber diese Zahl der Teilnehmer ist dann eben auf über 2000 Menschen zumindest zeitweilig angewachsen. Und ich habe dann natürlich auch mitbekommen, dass in anderen Städten, wie auch in Kiel, ebenfalls solche Mahnwachen für den Frieden stattfinden, die von deutlich weniger Teilnehmern besucht werden. Und dabei scheint es immer einen Minimalkonsens zu geben, nämlich dass für den Frieden eingetreten wird. Ich glaube aber, dass es eben auch ganz andere Inhalte gibt, dass es auch ein ganz anderes Publikum gibt, das sich von bestimmten Inhalten angezogen fühlt, die auf diesen Demonstrationen artikuliert werden. Und deswegen wird es heute um diese Inhalte gehen, die auf den Montagsmahnwachen zu hören sind. Es wird vor allen Dingen aber um die Inhalte der Vordenker gehen, also der Köpfe, die inhaltliche Impulse als Redner auf diesen Demonstrationen setzen. Ich werde aber auch auf die politischen Gruppen eingehen, die sich daran beteiligen, und ich werde ein bisschen auf die Ideologie zu sprechen kommen, die ich glaube, dass dieser Ideologie eben viele Teilnehmer und auch Redner verfallen sind. Diese Demonstration selber gibt es seit dem 17.03. und das waren eben nur diese erwähnten 100 Menschen, die sich zunächst in Berlin zusammengefunden haben. Erstmal, so schien es, ging es nur um den Frieden, denn so der Organisator, eine Einzelperson, würde die Gefahr eines Dritten Weltkrieges drohen. Aber es gab eben auf diesen Demonstrationen in Berlin immer auch einen ganz anderen Inhalt, den man jetzt eben vielleicht da im Hintergrund auch erkennen kann. Da ist nämlich von der Fed die Rede, also vom amerikanischen Zentralbanksystem, das unsere Regierung, also die Regierung der Bundesrepublik, als Geisel halten würde. Das ist in Berlin fotografiert worden, und dort gab es eben auch dementsprechende Aufrufe, die sich eben nicht nur um den Frieden drehten, sondern da war eben auch immer von der Fed, also vom amerikanischen Zentralbanksystem, die Rede. Und dieses Zentralbanksystem wurde für allerlei Unrecht verantwortlich gemacht. Hinter diesem Zentralbanksystem machen einige aber eben auch noch ganz bestimmte Personen aus, die FED nur benutzen würden, um ihre Ziele umzusetzen, und die auch die USA und das amerikanische Militär nur benutzen, um ganz bestimmte Ziele umzusetzen. Und diese Inhalte, also den man vielleicht verschwörungsideologisch nennen kann, weil eben eine einzelne Institution für ganz viele Dinge verantwortlich gemacht wird, die waren eben auf den Montagsmahnwachen, hat man die immer wieder gehört und konnte die dann eben auf dementsprechenden Transparenten auch sehen. Dann kann man sich dieses Publikum angucken, das sich an diesen Demonstrationen beteiligt hat. Und das waren natürlich auch Menschen, die erstmal über die Situation dann vor allen Dingen in der Ukraine besorgt waren. Das waren in Berlin dann aber auch Esoteriker zum Beispiel, aber eben auch Menschen, die man so als Reichsbürger bezeichnen kann oder die sich selbst so bezeichnen. Das sind Also so ein bestimmtes Milieu, das davon ausgeht, dass das Deutsche Reich immer noch fortexistiert. Und dann haben in verschiedenen Städten, so auch in Berlin, immer Nazis teilgenommen, organisierte Neonazis, die dort auch ihre Inhalte transportieren wollten, und es haben eben Verschwörungsgläubige teilgenommen. Und das, so Verschwörungsgläubige sieht man da auch auf den Fotos. Das sind Menschen, die daran glauben, dass in irgendeiner Form eine Verschwörung existiert, meistens eine Verschwörung von ganz wenigen, und diese Verschwörung wird dann für ganz viele Ereignisse verantwortlich gemacht, und zwar nicht einzelne Ereignisse, sondern aller historischen Ereignisse, die es so in den letzten 100 oder 200 Jahren sogar gegeben hat. Dieses Milieu der Menschen, die an die große Verschwörung glauben, das hat eine eigene Kultur hervorgebracht. Da gibt es dann eigene YouTube-Kanäle, eigene Internetseiten mit ganz spezifischen Nachrichtenangeboten, aber es gibt auch eigene Bücher und Zeitschriften. Und wenn man sich diese YouTube-Kanäle und die Nachrichten und auch die Bücher und Zeitschriften dieses Milieus anguckt, trifft man immer wieder auf einen ganz bestimmten Gedanken, nämlich diesen Gedanken, dass da irgendwo eine mächtige Verschwörung existiert,
die man zum Beispiel für Krisen und Kriege verantwortlich macht. Das ist eine ganz einfache Erklärung, wenn ich sage, dass da eben nur ganz wenige Menschen für Kriege und Krisen verantwortlich sind, dann biete ich so eine Simplifizierung für komplexe gesellschaftliche Prozesse an und ich erkläre Geschichte, also die Vergangenheit, auch immer mit der Existenz dieser angeblichen Verschwörung, der Konspiration. Die Menschen, die daran glauben, die da an dieses Weltbild glauben, die haben dann eben auch so eine eigene Selbstbezeichnung hervorgebracht. Die nennen sich dann zum Beispiel Wahrheitsbewegte oder gar Infokrieger oder gar Truther. Die haben dann eben nicht nur diese Kultur der eigenen Nachrichten, sondern auch eine eigene Kultur der Musik hervorgebracht. Und da gibt es große Verlage in der Bundesrepublik, die damit eben ganz gute Geschäfte machen. Die bringen nämlich die Bücher heraus, die von den Vordenkern geschrieben werden. Es gibt zum Beispiel in Deutschland den Kopfverlag, der mit rassistischer, esoterischer und verschwörungsideologischen Inhalten die Interessenten beliefert. Da werden täglich bis zu 15.000 Bücher in die gesamte Bundesrepublik verschickt. Und für diesen Verlag arbeiten 60 Mitarbeiter. Und in einem Monat werden rund 150.000 Kataloge verschickt, also Buchkataloge, wo dann eben diese Inhalte des Kopfverlages zu finden sind. Grundsätzlich ist zu diesen Montagsdemonstrationen auch aus diesem verschwörungsideologischen Milieu ganz stark mobilisiert worden. Die haben dann das Internet genutzt. Auf den Internetseiten der Truther und der Infokrieger finden sich dann eben dementsprechende Aufrufe. Und das sind gar nicht so unrelevante Internetseiten. Es gibt zum Beispiel den Weblog ICA News, der sich früher Infokrieger News nannte, der eben dieses verschwörungsideologische Weltbild propagiert. Und auf dieser Seite, die dann durchaus eine gewisse Relevanz hat, war dann relativ früh der Aufruf zu finden, sich an den Montagsdemonstrationen zu beteiligen. Das waren aber nicht die einzigen. Denn es wurden auch von organisierten Neonazis zu den Montagsdemonstrationen organisiert. Das, was man da im Hintergrund sieht, ist ein Screenshot der Internetseite xk3.berlin. Die wird betrieben vom ehemaligen NPD-Funktionär Jörg Henry und die will neueste nationale Nachrichten bringen. Unten wird zu einem Nazi-Aufmarsch in Dresden mobilisiert, unten rechts zu sehen und oben links sieht man Montagsdemo jetzt erst recht und da sind auch einige Vordenker der Bewegung zu sehen, die dort beworben werden und auf die ich gleich auch noch zu sprechen kommen werde. Auf den Demonstrationen in Berlin war das dann auch erschreckend, denn dort haben sich zum Beispiel Mitglieder der NPD beteiligt, aber auch Mitglieder anderer faschistischer Splittergruppen, so von die Mitglieder zum Beispiel von Pro Deutschland waren auf diesen Montagsdemonstrationen. Und das waren dann auch eben auch nicht unbedingt nur ganz einfache Mitglieder, zum Beispiel wenn man sich dann eben die Beteiligung der NPD anguckt, da hat sich zum Beispiel Maria Frank beteiligt, die ist Beisitzerin im Bundesvorstand der NPD-Vorfeldorganisation, dem Ring Nationaler Frauen. Und da hat sich auch ein Sebastian Schmidtke beteiligt, der ist Landesvorsitzender der NPD in Berlin und hat dann eben auch auf den Internetseiten seiner Partei zur Teilnahme aufgerufen. In Berlin ist das auch grundsätzlich so, dass seit mehreren Wochen Aktivisten der Bürgerbewegung Berlin-Hellersdorf beteiligt sind und das ist eine rassistische Organisation, die dort gegen ein Asylbewerberheim mobil macht, also gegen ein Heim für Migrantinnen. Und wenn man sich dann solche Inhalte und diese Menschen anguckt, die dort auftreten, dann muss man sich auch über bestimmte Transparente nicht wundern, die es dann zum Beispiel in Berlin gegeben hat. Also Transparente, und das ist leider vielleicht von weiter hinten nicht ganz gut zu lesen, deswegen sage ich auch, was da drauf steht, 70 Jahre Besatzung, Deutschland genug, Ami go home. Also diese Konstruktion, dass Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg ein besetztes Land ist und durch die Amerikaner besetzt sei. Es gab da aber auch andere Transparente, sowas wie Wahrheit statt alliierter Geschichtsschreibung. Und derartige Transparente hat man dann eben auch in anderen Städten entdecken können. Man hat aber eben auch die Beteiligung von Nazis, die gibt es eben auch in ganz vielen anderen Städten. In München hat sich zum Beispiel Philipp Hasselbach beteiligt. Der ist ein Kader der dortigen Kameradschaftsszene, der ist Mitglied mittlerweile der Nationalsozialistischen Partei Die Rechte. Und der ist auch mehrfach wegen Körperverletzung und Volksverhetzung verurteilt worden. Und ich glaube, das hat Gründe, dass dann eben Nazis teilnehmen, dass sie mit solchen Inhalten teilnehmen können. Das liegt nämlich daran, dass sie sich für bestimmte Ideologien, die auf diesen Demonstrationen beworben werden, eben durchaus begeistern, weil es da eben kaum Unterschiede gibt. Das ist zum einen
diese Ideologie des Verschwörungsglaubens. Und das ist zum anderen eine Ideologie, die ich, also so sind so nationalistische Fragmente, die auch immer wieder auf den Montagsdemonstrationen zu hören sind und die eben dann auch dort von Rednern propagiert worden sind. Also es gibt da vielleicht, ich würde das ideologische Übereinstimmung nennen, zwischen den verschiedenen den Milieus, die dann eben auch zu diesen Montagsdemonstrationen mobilisiert haben. An- und Wortführer dieser Demonstration war dann vor allen Dingen eine Einzelperson, die diese Demonstration angemeldet hat und die auch als erstes dahin mobilisiert hat und die dieser Bewegung auch bis heute so ein gewisses Gesicht aufdrückt. Und die tritt auch als Führerfigur auf. Und dieser Mensch ist Lars Mehrholz, der ist 34 Jahre alt und der wird als so eine Art Wortführer der Bewegung inszeniert. Der hat auch ein ganz bestimmtes Weltbild, wenn es um diese Bewegung geht und wenn es um Entscheidungsprozesse geht, die vielleicht die Demonstranten, die Organisatoren gemeinsam treffen könnten oder die auch eben eine Einzelperson treffen kann. Und Lars Mehrholz sagt, und ich zitiere, hier in Berlin ist es halt schon so, wir haben eine ziemlich flache Strukturebene, aber am Ende entscheidet halt schon jemand. Und dabei grinst er dann, also ich meistens. Ich bin für jeden Hinweis offen, aber am Ende treffe ich in Berlin die Entscheidung. Und da wird dann halt relativ deutlich, was, also wie wichtig dieser Mensch halt für diese Bewegung ist. Er trifft die Entscheidung und er hält halt auch inhaltliche Reden, die ein bestimmtes Weltbild transportieren. Ja, da ist er dann zu sehen. Neben einer, also das stammt von seiner Internetseite und daneben sind dann halt einige Städte zu sehen, in denen derartige Demonstrationen stattfinden. Lars Mehrholz hat da ganz viel Energie reingesetzt. Er hat zunächst die erste Demonstration angemeldet, er hat dann Internetseiten erstellt und zwar wollte er zunächst einen Fackelmarsch für den Frieden durchführen vor dem Brandenburger Tor. Und er hat bestimmte Ideen gehabt, vielleicht eine Utopie gehabt. Er nennt das zum Beispiel die Gemeinschaft der Länder, die man jetzt umsetzen müsste. Und er hat Reden gehalten und Aufrufe verpasst. Die richten sich oftmals nicht nur an die Demonstranten, sondern dann eben an die ganze Welt. Und dabei redet er viel von Frieden, den er verteidigen will. Und er redet dann eben auch von anderen Dingen. Erstmal, wenn man sich das vielleicht nur so bestimmte Sachen anhört, in denen Lars Mehrholz von Frieden redet, und ich lasse ihn jetzt zu Wort kommen, dann klingt das ganz harmlos. Wir demonstrieren nicht gegen irgendetwas. Wir wollen einfach nur die Aufmerksamkeit der Welt auf Frieden lenken. Das ist eine Mahnwache. Wir mahnen die Welt an, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht gut ist. Und wenn wir nichts ändern, kriegen wir echt Probleme. Also da sagt er ja nur, es geht ihm um den Frieden. Deswegen müsste man jetzt protestieren. Und ja, das klingt ganz harmlos. Und Menschen, die sich vielleicht um den Frieden sorgen könnten, wenn sie nur das hören würden, sich vielleicht auch ganz schnell daran beteiligen. Das wird vielleicht für bestimmte Menschen schwieriger, wenn sie sich diese politische Vergangenheit des Lars Mehrholz anschauen. Der war, das sagt er selber, Mitglied in der CDU und FDP. Und dann war er aber eben auch noch Mitglied in einem anderen Verband. Und das sagt er dann vielleicht nicht immer. Er war nämlich Beisitzer im rechten Verband junger Journalisten, VJJ. Den kennt man vielleicht nicht. Das ist ein kleiner Verband aus Berlin. Der hatte aber auch immer einen Vorsitzenden, das war Thorsten Witt. Und Thorsten Witt war wiederum ein, den darf man als Rechtsextremisten bezeichnen. Da gibt es mehrere Gerichtsurteile, die das bestätigt haben, weil er in der Vergangenheit mit einer Person zusammengearbeitet hat, die nennt sie, also Horst Mahler, wer den nicht kennt, das ist ein ganz fanatischer Holocaust-Leugner. Also da gibt es halt Überschneidungen in der Vergangenheit. Und Lars Mehrholz selber hat den VJJ, also diesen Journalistenverband, in dem er dann mit Witt saß, bis 2013 auch immer als Kooperationspartner benannt. Denn er war bis Ende des letzten Jahres immer nur Eventorganisator. Also er hat zum Beispiel Partys organisiert. Er hat seit 2001 über 15 gewerbliche Internetadressen registrieren lassen. Und er hat eben Kurse für Fallschirmspringer, für angehende Fallschirmspringer angeboten. Und ab 2014 gibt es dann eben eine neue Inszenierung dieser Person und auch neue Inhalte. Die finden sich dann zum Beispiel auf seiner Internetseite. Ja, und die kann man sich dann auch ruhig genauer angucken in der Vergangenheit. Das ist jetzt heute nicht mehr zu finden, hat er zum Beispiel ein Video beworben, das stammt von dem stellvertretenden Parteivorsitzenden der NPD, nämlich Karl Richter.
Also er hat sich da ganz eindeutig eben auch auf einen Nationalsozialisten bezogen.